keine Branche ohne die allgegenwärtige Herausforderung Digitalisierung. Und im Bereich Tourismus noch viel mehr. Wo das Klientel online geht, müssen es auch die Anbieter tun. Da waren sich auf dem Tourismustag in Cham alle einig. Das heißt, dass auch das Produkt, das wir mit dem Tourismus vermarkten, eben genauso in dieser digitalen Welt präsentiert werden muss und auch bestellbar sein muss. Für jeden, der mit dem Tourismus seine Brötchen verdient, werde das Thema Erreichbarkeit immer wichtiger. Dennoch seien vor allem viele privat geführten Pensionen und Hotels noch nicht online. Eines der Hauptthemen ist zum Beispiel bei uns auch das Thema Online-Buchungssystem. Wir haben hier ein System entwickelt, dass auch die kleinen Anbieter, wenn einer nur eine oder zwei Ferienwohnungen hat, dass der das auch über diesen Online-Buchungsweg anbieten kann. Und das wird hervorragend genutzt. Wir haben ganz tolle Zahlen. Da aber Digitalisierung bedeutet noch sehr viel mehr. Dass beispielsweise Wanderwege, Mountainbike-Touren, dass die digital optimal aufbereitet sind. Auch die sozialen Netzwerke sind wichtiger Bestandteil eines aussagekräftigen Online-Profils. Das wollte der Innovationsexperte den Teilnehmern anhand anschaulicher Beispiele näher bringen. Also ich kann Ihnen vor allem mitgeben, dass Digitalisierung nichts mit IT-Abteilung zu tun hat oder zumindest nur sehr wenig. Sondern wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann geht es immer erst um die Definition der Nahtstellen. Also mit wem will ich denn überhaupt in Kontakt treten? Denn das ist ja das Grundlegende an Digitalisierung. Und dann muss ich mir entscheiden, will ich in Kontakt treten? In welcher Form will ich in Kontakt treten? Doch das allein reicht noch nicht, um mehr Gäste anzulocken. Man muss seine Informationen natürlich auch mobilfähig ausspielen können. Das wäre nur ein kleines Beispiel, aber ein ganz wichtiger Punkt für mich ist natürlich auch das Thema, dass die Betriebe sich digital öffnen, und da ist ein Thema die Online-Buchung. Wer nicht online buchbar wird, den wird es in 5 bis 10 Jahren nicht mehr geben. Im Bayerischen Wald haben wir aktuell schon 50% der Betriebe buchbar. Das ist im Vergleich zum restlichen Deutschland ein Top-Wert. Aber wir arbeiten ja auch schon einige Jahre dran und wir bleiben dran. Und wir werden nie alle bekommen und nie alle werden den Weg beschreiten. Aber ich sage, wenn wir mal eine Quote von 75% hätten, dann wäre ich glücklich. Auch in Zukunft will der Verband das Thema Digitalisierung im Bayerischen Wald im Auge behalten und mit verschiedenen Projekten stärken. So ist zum Beispiel ein öffentlicher Film-Award geplant. Um die Betriebe besser untereinander zu vernetzen, soll ein Partnernet entstehen. Partnernet ist eine neue Informations- und Kommunikationsplattform für die touristischen Akteure in Ostbayern selbst, also natürlich deswegen auch für den Bayerischen Wald. Hier wollen wir einfach Informationen und Wissen weiter vermitteln an die Betriebe, an unsere Kollegen in den Orten und Landkreisen. Jedes Unternehmen könne digital werden und sich aktiv in das Netzwerk einbringen. Eins kann ich versprechen, wenn man es mal ausprobiert, man wird nicht mehr zurückschrecken, man wird den Weg zurück nicht mehr gehen. Man sieht, wie einfach man an neue Gäste kommen kann. Am Ende des Tages ziehen die Veranstalter folgendes Fazit: Digitalisierung ist für die Tourismusbranche unumgänglich.